Meter weit in 200 Meter nach rechts abbiegen. Nee, da wollen wir nicht mehr hin. Ich glaube, das kann ich ausmachen, oder? Ja. Weiß ich, das war der Fähre. Weißt du, ich weiß nicht, weil ich das noch nicht gemacht habe. Ja, nicht. Das war ja Fähre schon. Es gibt ein Vier-Gänge-Menü mit Vier. Spaghetti und Hackfleisch, Tomaten und Möhren. Oh, schön. Ja. Bei Timo gibt es mehr Burger. Aber ich habe keine Geschmacksexplosion. Oh. Die sind richtig geil. Wir haben ja keine Löffel. Nein! Das ist doch schon ein halber Winkel hier. Oh nein, oh nein, stinkt hier. Strach. Nach Pipi, Kaka, Fischi. Nach Spaß. Also durch Spaß riecht, dann habe ich die ganze Woche keinen Spaß mehr. Wir sind jetzt auf der Ästhene angekommen und es ist schön hier. Wie war das denn? Ja, das ist schicki. Es ist schicki. Es ist so schnuckelig hier. Hier gibt es Essen und überall Spielautomaten. Restaurant. Ja, wir versuchen erstmal uns ein bisschen zurechtzufinden. Wir sind ganz oben angekommen und es riecht gut. Ganz romantisch. Wir fahren schwimmen. Ich glaube, wir drehen. Zumindest sieht das ganz schön komisch aus hier. Wie geht es dir? Wieder gut. Ja? Ja. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Ich find's arschkalt, aber es ist so schön. Wie geht es dem Hören? Mir geht's wunderbar. Finde ich ein bisschen schwierig. Ja, wenn zuerst kotzen. Ich kann das gleich Spaß rauslassen. Spaß mit Stückchen. Die kannst du nicht rauslassen. Spaß mit Stückchen, ab geht's. Freuen sich sogar die Fische und haben auch ein bisschen Spaß. So geben wir unseren Spaß weiter. Ja, ja. Wir wollen halt. Wir teilen auch Spaß gerne. Teilen, ja. Der Spaß ist für alle da, besonders der mit Stückchen. Essen. Mit Aussicht. So, wir haben gefuttert und stehen jetzt wieder hier draußen. Wir wollten eigentlich Sonnenuntergang gucken, aber... Es gibt keine Sonne, es ist überwölkt. Es gibt Mond und es ist wackelig. Aber trotzdem schön, auch ohne Sonnenuntergang. Schöne Grüße von der Stenaline. Stenaline. Spaß! Und mein Himmel. Stell dir vor, wir hätten jetzt. Ja, stell dir vor, der Himmel wäre blau, Sonnenuntergang, 30 Grad. Wie viel ist das schön? Ja! Ja. Oh Gott. Drei Qualitäten über Foto ist auch drin, Baske ist da hinten. Heute ist Tag 4. Wir haben hier auf dem schnuckeligen kleinen Parkplatz geschlafen. Ich bin auch ungeschminkt. Bin ich jetzt durch.
Bist du nicht? Das kann ich verstehen. Ja. Das kleine Schlafgemach von Sinja und Timo. Natürlich ohne Fresspaket da in der Mitte. Doch, das ist Timos Kopf. Schlafen wir. Ja, jetzt wollen wir gleich frühstücken. Wir sind gerade am Wasser schon kochen. Damit die zwei ihren täglichen Kaffee, morgendlichen Kaffee bekommen. Nach einem wunderschönen Bacon-Frühstück und Kaffee gab es auch, sind wir jetzt in Liseberg, also am Park. Felix haben wir schon gesehen. Und gucken jetzt, wie wir durch dieses Chaos, Getümmel irgendwie einen Parkplatz finden. Oder wo es hier lang geht. Ja. So, wir sind angekommen, wir sind in Liseberg. Spaß! 11 Stunden Spaß! 11 Stunden, jetzt nur noch 10. Jetzt nur noch 10, die erste ging hierher. Bisschen drauf jetzt. Aber wir haben 20 Express Passes für uns heute, das heißt, wir können ganz viel fahren. Ja, und müssen nicht warten. Hoffentlich! Hoffentlich! Und es ist wunderschön hier. Es ist wirklich so schön. So schön. Wir haben zwar nur irgendwie 11 Grad oder 12, aber das Hochsommer. Ja, das ist unser Sommer in Schweden. Ja, ich dachte, wir sind schon arm dran in Deutschland, aber... 12 Grad. Ja, es wird immer wärmer. Kostet 4 Euro extra, aber lohnt sich absolut. Ja. Richtig geile Kulissen. Ja. Liebe zum Detail. Echte aber Schauspieler. Ja. Wie viel waren es? 10? Gefühlt waren es 10, 15? Irgendwie, ja. Eine ja. Menge. Man wird ordentlich erschrocken. Lohnt sich auf jeden Fall. Sollte man ausprobieren. Das Geld lohnt sich. Ja. Daumen hoch. Sinja möchte spielen. Ja, höher, Sinja. Sinja, höher. Sinja. Zu hoch. Sinja, zu hoch. Hast gewonnen. Also ich finde, so ein Mini-Äpfel hätte ich aber verdient. Kriegt man gar nichts, auch kein Trostpreis. Weiß ich nicht. Ich bin Baugummi oder so. Die anderen drei haben jetzt mal ein bisschen Spaß alleine. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust zu. Es dreht sich mir viel zu doll. Aber ich glaube, die haben Spaß. Mal gucken, ob sie kotzen rauskommen. Spaß? Spaß! Spaß? War okay. Geht besser. Merchandise noch mal anschauen.
cool sind die ganzen riesen Tafeln Schokolade und so weiter, die man hier gewinnen kann. Habe ich so auch noch nie gesehen. Das ist aber echt cool. Müssen wir nachher auch noch mal ausprobieren. Thank you.
Obensehen bzw. Göteborg. Göteborg. Ja. Göteborg. Wobei, es waren ja schon 11 Stunden, die gingen so schnell rum, das ist der Wahnsinn gewesen. Ja, ich würde gerne noch länger hier bleiben. Der Park ist so schön. Da vor allem hier, abends. Ja, vor allem abends. Überall Lichter und er ist sauber, er hat einen ganz besonderen Stil, wie aus den 50ern gemacht, ja, genau. Auf irgendeinem Jahrmarkt. Ja, wir sind ihrem Stil treu geblieben. Man ist hier wirklich in einer anderen Welt, also wenn man hier reinkommt, ja, weiß ich nicht. Man verschmilzt hier mit und man vergisst alles andere, also was... Man ist in einer anderen Welt, direkt in Göteborg. Also man merkt nicht, dass man mitten in der Stadt ist. Ja, richtig. Also das blendet man komplett aus. Ja. Naja, es sei denn, man fährt gerade auf der Helix und man hat diesen gigantischen Ausblick bei Sonnenuntergang, dass man komplett Göteborg sieht, ja, während man fährt. Oder im Dunkeln, wenn man Göteborg nicht mehr sieht. Nö, die Lichter! Die gehen aus, wir gehen nach Hause. Rappel, ja. Rappel, rappel. Jetzt drehen sie völlig durch. Unser Bettchen kommt immer näher. Noch 109 Kilometer bis zum nächsten Bettchen und dann sind wir morgen schon in Hagen.